Musik im Hintergrund eines Livestreams zu haben, ist eine sehr wichtige und auch schöne Sache. Wenn kurz Stille im Livestream entsteht, klingt es nicht gleich so, als wäre der Stream komplett tot, sondern man hat einfach im Hintergrund Musik, die weiterläuft, die das Ganze etwas beruhigt und die Stimmung einfach entspannter und lockerer macht. Gleichzeitig ist aber Musik auch eine Sache, über die man sich während des Streams gar keine Gedanken machen sollte. Also man muss nicht die ganze Zeit schauen, läuft die Musik noch, funktioniert das alles noch und so weiter. Das sollte auf keinen Fall so sein, denn man sollte sich ja auch vollends auf den Stream konzentrieren können. Deswegen möchte ich euch heute einmal zeigen, wie ihr Musik am besten in einen Livestream einbindet, sodass es auch bei einem Szenenübergang nicht ruckelt oder die Musik plötzlich an einer anderen Stelle startet und so weiter. Und ich möchte euch auch zeigen, wo ihr copyrightfreie und gute Musik herbekommt. Und der beste Weg, wie man das machen kann, ist einfach eine Website hier zu öffnen, beispielsweise YouTube oder auch Spotify, und darauf einfach mal nach copyrightfreier Musik zu suchen. Warum sage ich heute eigentlich immer copyrightfrei? Komisch. Egal. Ihr müsst einmal schauen, welche Musik hier für euch gut geeignet ist. City of Games nehme ich hier immer gerne als Beispiel. Das geht eine Stunde lang. Ist, glaube ich, copyrightfrei. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dafür werdet ihr auf jeden Fall nicht gestrikt. Ihr könntet hier auch beispielsweise Lofi Girl nehmen oder sowas. Schaut da einfach nach, was copyrightfrei ist, beziehungsweise was halbwegs safe ist, um das in einem Livestream zu verwenden, dass ihr da keinen Ärger bekommt. Und noch eine persönliche Empfehlung von mir, Panda Beats. Das könnt ihr einmal suchen bei Spotify oder Apple Music oder so. Das sind kostenfreie Lieder, die könnt ihr einfach, kostenfrei im Stream laufen lassen. Die sind auch extra für Streamer gemacht. Dann müsst ihr mal schauen, welches Album euch da gefällt. Könnt das einfach im Hintergrund laufen lassen und dann über die Tonaufnahme des Bildschirms einfach in den Stream integrieren. Und falls ihr jetzt denkt, ich habe ein MacBook, bei mir geht Tonaufnahme vom Bildschirm gar nicht, dann könnt ihr euch einmal das Video hier oben anschauen. Da habe ich gezeigt, wie das ganz simpel und einfach geht. Dann braucht ihr euch dann überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Dann läuft die Tonaufnahme vom Bildschirm einfach. Und ja, dann ist das auch überhaupt kein Problem mehr. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Ich weiß, das war jetzt sehr grundlegend, was ich gesagt habe. Aber noch keiner wirklich erklärt, wie man die Musik am besten einbindet. Beziehungsweise zumindest habe ich das am Anfang nicht gleich verstanden, dass man das einfach so machen kann oder am besten so macht, weil man könnte es ja auch rein theoretisch eine Datei in OBS ziehen und das dann laufen lassen. So ist es aber viel besser, funktioniert wirklich wunderbar gut. Und ich packe euch den Link zu ein paar copyrightfreien Sachen. Hier könnt ihr euch noch zwei weitere OBS-Tutorials anschauen. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne einen Kommentar, lasst gerne einen Daumen hoch da. Bis dahin und tschüss.